wie wir hier sehen. Es sind nicht die Unebenheiten, die dafür verantwortlich sind. So. Steine mal weiter einkaufen. Immerhin müssen wir die Schmieden gleich bauen. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, eine weitere Farm aufzustellen. Keine Bäume mehr. Aber ich glaube, das hat sich gerade obsolet gemacht. Der ganze Gedankengang. Ah! Wie schön, du kannst ein viertes Feld jetzt hier haben. Weil das Gelände durch ein bisschen eingeebnet wurde. So. Jetzt würde theoretisch halt, wie gesagt, die Farm hier hinpassen. Aber wir brauchen die Farm aktuell nicht mehr. Was wir aber aktuell gebrauchen können. Ah, Marquis müssen wir dafür. Wir müssen Marquis sein. Oh nein. Wir brauchen also zwei volle Schwertkämpferkasernen. Nun gut. Ich würde sagen, die Schmieden würde ich hier oben gerne aufstellen. Aber das ist mir vielleicht ein bisschen zu weit außen. Was heißt jetzt so uneben? Das Gelände ist so glatt, wie es nicht sein könnte. Ja, ich habe wie gesagt noch keine Ahnung, wo wir befestigen könnten. Hier in diesem Stein vielleicht. Das Lagerhaus ist voll. In dem Fall Schwertschmiede. Zwei Schwertschmieden möchte ich auf jeden Fall stehen haben. Mehr ist vielleicht übertrieben, aber zwei wollen wir. Vor allem brauchen wir zwei, um zum Grafen zu werden. Das Spiel ist natürlich so freundlich und speichert die ganze Zeit für uns. Wir müssen uns nochmal Party machen, nochmal Getreide verheizen. Ja, Getreide kommt gerade aktuell sehr gut rein. Die zweite Farm macht das halt sehr gut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das Lagerhaus ist voll. Ah, dieses überfüllte Lagerhaus immer. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben einfach wieder viel zu viel Honig. Ein Karren wurde ausgesandt. Unser Geld ist allerdings eine Katastrophe. Also ja, wir haben Geld. Aber die Massen an Geld, die wir noch ausgeben müssen. Die Bogenschützen können dahinter kommen. Ausbaukosten sind zum Glück gleich geblieben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Aber der Bau von allen möglichen ist einfach unfassbar teuer geworden. Okay, zweite Schwertschmiede. Hier nicht. Nö, zu uneben. Nicht möglich. Geht nicht. Kann man vergessen. Ich weiß nicht warum. Ah, hier geht natürlich. Können wir planieren? Da war es gerade, da. Der Typ kommt aber nur mit dem 8-Holz-Zitat sich raus. So, damit haben wir das Nötige, um 36 Kasernen mit Waffen zu füllen. Diese blaue Unterlegung hier macht mich ein bisschen fertig.
Es ist irgendwie, gibt das Gefühl, dass mein ganzer Bildschirm einfach mit so einem Grünfilter überzogen worden wäre. Beten können wir zum Glück auch. Beten wir mal. Wie sieht es mit den Ehefrauen aus? Ein Karren mit Rohstoffen 14 haben. Wir bauen 15, nicht wahr? Ja, natürlich bauen wir 15. Das natürlich Lager wollen die aktuelle Getreide haben. Kann man nicht, können nicht andocken. Geht nicht. Wo können die Palisaden hier andocken? Hier ran? Erwartet das Spiel von uns, dass wir eine ganze Mauer entlang hier komplett ziehen? Das Lagerhaus ist voll. Denn es gibt auf dieser Seite hier einfach überhaupt keinen Punkt, wo wir uns dran befestigen können. Ich meine, wenn wir es richtig setzen, dann kann man wahrscheinlich den Platz irgendwie unzugänglich machen. Das ist gut möglich. Wir testen gerade nur mit der Palisade. In Wahrheit würden wir eine Steinmauer benutzen, weil wir eine bauen können. Mit einer Steinmauer könnte es klappen. Weil der Turm hier vielleicht sich da dran tackert. Wie ihr wünscht. Dann die Sachen verhindert. Alles aber klar. Das setzt natürlich voraus, dass wir in so einem Leben irgendwie wieder an Steine kommen. Ei. Genug Platz im Lagerhaus haben, um in Steine zu kommen. Das Lagerhaus ist voll. Weg damit. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ja, was Getreide angeht, hier macht Party. Können wir den Steinbruch irgendwie wieder anschmeißen? Schon unterwegs. Hätte ja eigentlich das. Ja, der Steinmetz hätte hier hingepasst. Damals. Jawohl, schon unterwegs. Ei, verstanden. Ein Karren alles mit Rohstoffen klar. Ist eingetroffen. Wisst ihr, weiß nicht, ob ihr noch an Sachen kommen kann. Das Lagerhaus ist finden voll. Finden wir es heraus. Bauen ihn. Einfach nur aus purem Interesse. Verstanden. Auf euren Befehl. So, die müssen jetzt einfach volllaufen. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Dann soll er Pause machen. Wir haben Holz ohne Ende. Ist irgendjemand noch nicht ausgebaut? Du. Die Kuhfarm war niemals ausgebaut? Das schockiert mich gerade ein klein wenig, gebe ich zu. Ah, Lagerhaus. Warum musst du immer so voll sein? Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, das wollte ich nur herausfinden. Ein Karren wurde ausgesandt. Entlassen. Es war nur im Namen der Wissenschaft so eine Frage, ob es geht. Gut. Nun, wir müssen weiterhin unser Geld da reinstopfen, dass wir Steine gekauft kriegen. Noch zwei Ladungen müssen abgeholt werden von unseren Leuten. Das ist, wo die Leute hier langrennen wollen. Wo wir es nicht beschleunigen können, auf überhaupt keine Art und Weise. Ei! Genau, wir bräuchten Salz fürs Flüsschen. Salz können wir aktuell von ihm einkaufen. Wir können das Flüsschen nehmen. Wollen wir es, ist die andere Frage. Wir können nicht verhindern, dass die Leute Salz fressen. Das ist das andere Problem. Das heißt, bei ihm können wir maximal 27 Salz auf einmal einkaufen. Wir brauchten 50. Wir müssten bei ihm permanent Salz kaufen. Wie ihr wünscht. Um an den 50 Salz zu kommen, um das Gebiet da vorne zu nehmen. Auf euren Befehl.
Und ich denke, das wäre gewissermaßen unnötig, solange wir nicht in der Lage sind, das Gebiet auch zu nutzen für irgendwas. Alles klar. Oder es abzusichern. Wie ihr wünscht. Das Lagerhaus ist voll. Selbst wenn. Wir haben nur, hätten nur die Hälfte der Furt unter Kontrolle, oder? Auf euren Befehl. Nein, die ganze Furt, aber nicht den ganzen Übergang. Also die ganze Furt würden wir sehen. Die ganze Furt wäre in unserer Hand. Aber wir haben nicht das ganze Flussufer unter Kontrolle. Sofort. Das heißt, es wäre uns hier nicht möglich, eine vernünftige Steinmauer zu bauen. Wir können nur hier dicht machen. Aber begeben wir uns zurück und werden zum Grafen. Jetzt die Karte wird lang werden. Das wird eine vergleichsweise lange Karte. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Hör auf, voll zu sein, Lagerhaus. Ja, schon ist ganz gut zu laufen. Oh ja, wir sind zurück nach Hause gekommen. Dann noch schnell Herzog werden. Ein Karren wurde ausgesandt. Okay. Lass mal speichern. Er hatte ja gesagt, wir sollten nach Hause zurückkehren. Davor habe ich mich die ganze Zeit gedrückt und aus der Sorge, dass irgendwas passiert. Jetzt ist unser Ziel, Herzog zu werden. Wie um alles Welt wollen wir Herzog werden, ohne weiter über den Fluss zu expandieren? Wir finden schon einen Weg. Hängt davon ab, was das Spiel von uns will. Erst einmal Grafschaft. So, das war's. Das Städtchen blüht und gedeiht. Ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Wir haben vorher gespeichert. Jawohl. Egal. Ich speichere, weil wir eine Speicherwarnung bekommen haben. Ich markiere den Spielstand sogar so. So. Damit ich ihn immer wieder erkenne. Für den Fall, dass wir jetzt gleich große Entscheidungen antreffen und wir uns dann befassen wollen. Marquis ist unser nächstes Ziel. Reichtum brauchen wir dafür. 15. Oh, das wird sich schon wie von alleine machen. Wir können gleich direkt Marquis werden. Was sagt ihr da? Eine neue Stadt südlich des Flusses. Da, ein Siedler. Ja, mein Herr. Ein Retter wollte eine Stadt gründen und ich habe ihm die alte Siedlung westlich empfohlen. Ihr meint die Siedlung mit dem unterirdischen Geheimgang? Ja, das war sehr schlau von euch. Ich wusste, ich hätte diese Höhle forschend sichern sollen. Schon bald werde ich wieder Alleinherrscher sein. Ich erlaube es nicht, dass jemand unerlaubt in mein Reich eindringt und meine Herrschaft gefährdet. Sofort. Nein! Jetzt werden wir ihm eine Lehre erteilen. Genau, teleportier dich einfach in meine verdammte Stadt rein, du Drecksack. Wir haben so präsent. Wieso brennt unsere Stadt jetzt schon? Was zum. Wo kommt ihr denn her? Zur Hilfe, wir werden angegriffen. Schnell, löscht die Hauptgebäude. Ich glaube, den Angriff sollten wir einfach so aushalten. Wir müssen sie zurückschlagen. Wir können gewinnen. Nur nicht aufgeben. Vernichten die feindlichen Soldaten. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ein Gebäude steht in Flammen. Können sie zurückdrängen? Okay, gut. Ich werde angegriffen. Wie ihr wünscht. 9? Die kosten 9? Euren Befehl. Ei. Wie frech ist das denn? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ich muss mich in die Burg zurückziehen.
toll. Das heißt, wir müssen jetzt... Feindliche Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Werden sie uns 20 zerstören? Kann nicht erhöht werden. Wie, die kann nicht erhöht werden? Müssen wir jetzt wirklich 20 Jahre warten, bis unsere Truppen gefrischt werden können? Ein Gebäude steht in Flammen. Müssen wir jetzt wirklich 20 Jahre warten, bis wir wieder neue Truppen ausbilden können? Die vier Trupps schicke ich nicht in den Tod rein. Ein Stadtgebäude wird angegriffen. Ja, was wollen wir denn, was wollen wir mit den vier Trupps hier machen? Ein Gebäude steht in Flammen. Das ist frech. Aber dass das 9 kostet, ist einfach nur dreist. Es ist hoffnungslos, verdammt. Ich war nicht schnell genug. Haben wir jetzt verloren? Das Spiel ist abgestürzt. Okay, verstehe. Das Spiel hat einen Rage Quit gemacht. Nun, was will man tun? Ich habe erstmal direkt gedacht, die Höhle einmauern, aber scheinbar mussten wir nicht nur die Höhle einmauern. Gut. Was will man jetzt an dem Punkt sagen? Das Spiel wieder starten, glaube ich. Genau, das Spiel wieder starten. Es ist hoffnungslos. Ich kann nicht weiter gewinnen. Spiel stürzt einfach ab. Das Spiel beendet sich selbst. Wahrlich hoffnungslos. Der Moment, wenn das Spiel Rage quittet. Schwach. Ja. Ich muss kurz überlegen, wo ist der Spielladenknopf? Hier, bevor wir aufgestiegen sind. Wir bilden uns eine große Armee aus. Sofort. Jetzt wissen wir im Endeffekt, wir müssen die Truppen vorher haben. Vielleicht können wir das zurückschlagen. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich glaube nicht dran, dass wir das nur mit Schwertkämpfern zurückgeschlagen kriegen. Es sei denn, und das ist ein großes Es sei denn, wir sitzen das noch ganze, wir sitzen noch eine ganze Weile daran, die Burg auszubauen. Indem wir Steine einkaufen, bis zum geht nicht mehr. Verstanden. So. Aber dass dieser komische Einsiedler ärgerlich ist. Okay, wir müssen Steine einkaufen, wir müssen Truppen ausbilden. Was? Weil wir zurück nach Hause gekommen sind. Wie frech! Okay. Zur Kenntnis genommen. Ich kann nicht überspringen. Ah, doch, mit Escape. Oder? Zur Kenntnis genommen, Spiel. Wir laden, bevor wir nach Hause zurückgekehrt sind. Diese 20 Sekunden können vielleicht den Unterschied schon machen. Sofort. Verstanden. Okay, es sei denn, es hängt von der Zeit ab. Und dann ist es sowieso sehr peinlich. Ei. Dass die Truppen 9 Soldaten, 9 Ausrüstungsstücke kosten, ist natürlich frech. Auf euren Befehl. Wir werden also Folgendes machen. Wir werden jetzt mal, die Burg auf Stufe 4 ausbauen. Um das Soldaten mit voll ausschöpfen zu können. Wenn es ans Zeitlimit gebunden ist, dann, was? Zahlen keinen Sold angeblich? Warum zahlen wir keinen... Wisst ihr, was zahlen wir keinen Sold für den Moment? Wir brauchen das Geld. Das Lagerhaus ist voll. Junge. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, wir brauchen das Geld dringend. Wir werden den Soldaten auf hoch drehen, bevor wir dann weiter aufsteigen. Wie viel kosten 120? Wieso wurden sie so viel teurer gemacht, die Truppen? Die zusätzliche Masse an Eisen, die das erfordern wird. Auf euren Befehl.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir müssen die Burg auf jeden Fall ausbauen. Das Lagerhaus ist voll. 500 Taler und 50 Honig, ja, von mir aus. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, guck mal, sind da 5 Turm. Können wir da hoch? Unterwegs. Können wir dem was machen? Auf euren Befehl. Das ist aber einfach nur frech. Wie ihr wünscht. Huch. Hier befindet sich ein Grabstein mit einem Turm. Darauf steht nur geschrieben, hier ruhen Joshua und Estelle. Was das wohl bedeuten mag. Bling. Naja, wie auch immer. Ich sollte weiter. Alles klar. Interessant. Sofort. Wie ihr wünscht. Das Lagerhaus ist voll. Wie ihr wünscht. Jawohl. Jetzt frage ich mich, jawohl, wenn wir den Einsiedler niemals entdeckt hätten. Wie ihr wahrscheinlich wünscht, hätten wir ihn entdecken müssen, um in den Fluss drüber gehen zu dürfen. Können wir dich fragen, was er mit Josh und Estelle auf sich hat? Alles klar. Das ist ja offensichtlich in deinem Gebiet. Jawohl. Wo ist Tordal? Alles klar. Ei, auf euren Befehl. Wie kostet das Eisen? Zu teuer. Sofort. Sofort. Verstanden. So. Ei. Verstanden. Das Lagerhaus ist voll. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wir könnten das Gebiet hier nehmen. Wie ihr wünscht. Wir können den Fluss nicht von allen nicht selbst überqueren. Verstanden. Sofort. 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 Wie ihr wünscht. So. Das befüllte Lagerhaus. Aber gut, dann müssen wir erstmal hier runter und wieder weiter Steine einkaufen. Ganz mühselig. Das Lagerhaus ist voll. So, wir haben viel zu viel Wild. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Was unter allem schon verhindern müssen? Dass die an unseren scheiß Marktplatz rankommen. Der muss sicher sein. So. Denn wenn wir in den Marktplatz rankommen, dann sinkt der Ruf unserer Stadt. Und wenn der Ruf unserer Stadt sinkt, können unsere Truppen nicht effektiv weiter gegen ankämpfen. Wir setzen hier eine Kaserne hin. Damit wir aggressiver gegen ankämpfen können, wenn es soweit ist. Weil wir offensichtlich nur Schwerter anwenden dürfen. An den Markierern kommen wir halt nicht ran. Wir hätten halt vielleicht Tordals Stadt nicht so schnell entdecken dürfen. Dann hätten wir ohne weiteres Graf werden dürfen. Und direkt aus dem Markierrang hochkommen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Verstanden. Auf euren Befehl. Des Weiteren, wenn ich schon von unterirdischen Geheimgängen geredet wird. Früher oder später wird das hier versuchen, uns zu ärgern. Dementsprechend mauert es ein. Und zwar direkt in der doppelten Schicht. So. Ja, machen wir. Wir gehen auf ganz auf Nummer sicher. Wenn die das hier wegmachen, dann können die wahrscheinlich hier einfach so durchbrechen. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte, dass sie alle ihre Fackeln auf eine Palisade verschwenden und dann nicht rauskommen, wenn die hier versuchen durchzukommen. Und das hier können wir nicht beschützen. Oder nicht befestigen. Das haben wir festgestellt. Das ist nicht machbar. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Der Grund, dass es ansonsten wahrscheinlich möglich wäre, das hier einfach zu befestigen.
Und die da nicht mal reinkäme. Weil doch, vielleicht. Wisst ihr, an dem Punkt bin ich bereit, es zu versuchen. Damit der Fischer weiterarbeiten kann, versteht sich. So, nein, wir können Graf werden. Schnell verhindert das. Sofort! Verhindert, dass wir aufsteigen können. Schnell. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Sofort. So. Fehlt es an Reinigungsgütern wirklich? Sieht nicht danach aus. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Seifenmacher. Das Lagerhaus ist voll. Nun setzt den Seifenmacher nach hier hin, weil da gerade Platz ist. So, jetzt haben wir eine Theorie. Junge. Jetzt konntest du sogar irgendwas anschließen hier. Hoch. Das Lagerhaus Nein, ist voll. Nein, nicht rein auf die Chapel. Du wirst nicht aufsteigen, glaub mir. Das ist eine dämliche Idee. Wie ihr wünscht. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Wo haben wir unsere Kasernen schon wieder stehen? Da. Da spielen wir jetzt mal sein Quicksave. Ich hätte noch einen echten Spiel schon anlegen sollen vorher. Jetzt ist der Quicksave nämlich weg. Wir speichern über Speichern. Würde ich schätzen. Ah, unser Datenlimit ist erreicht. Oh. So. Achso, das groß geschrieben ist nicht mehr da. Okay. Wir speichern bei Speichern. Wird wir halt heimkehren, kommt der Typ halt dann und will uns eine Lektion erteilen. Und wir haben kein Interesse daran, eine Lektion erteilt zu bekommen. Lektionen sind so schmerzhaft. Nehmen wir an, Ryan of the Sea Chapel ist. Wäre es ja, nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Auf euren Befehl! Ei! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, das ist jetzt gesichert, sehr gut. Der Nachteil ist natürlich jetzt hier, müssen die Leute ein bisschen latschen, wenn sie an die Sachen rankommen wollen. Wenn sie an Wasser rankommen wollen. Können wir das beheben? Es muss halt behoben sein. Ich frage mich, was passiert allerdings, wenn wir den hier machen lassen? Wird uns dann das Territorium hier klauen? Das heißt, vielleicht könnte es nützlich sein, den Gegner in die Stadt reinzulassen. Solange er nicht in den relevanten Teil der Stadt rankommt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl! Unser Soldatenlimit liegt bei 88. Das ist frech. Jawohl. Damit die Schwerter hier drin. Verstanden. Sofort. Können wir das nicht sicher irgendwie absichern? Das ist das wichtigste Territorium für uns. Und ich wollte das eigentlich für Steinmauern sparen, aber ja, wir können es absichern.
dieses Gebiet hält halt zwei unserer Territorien. Zwei unserer wichtigsten Territorien. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Das Lagerhaus ist voll. So. Ich genug Platz im Lagerhaus. Nein! Ein Karren wurde ausgesandt. Gib Steine. Baut Außenposten aus.